Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders. Hier euch Ding am Start, ihr seid hier bei TDFLP. Ja, wir sind letztes Mal halt mäßig den Weg zurückgegangen und sind jetzt hier angekommen. Und hier müssen wir jetzt alle Kristalle kaputt machen. Gucken, was wir dafür da halt da rauskriegen, wenn wir die Kristalle kaputt machen. Destroyen einfach mal alles, like a boss. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal so ein Ding. Das heißt, das werfen wir da hinten dran. Oh, jetzt erstmal die Viecher töten. Get over here. Ja, ja, ja. Alle auseinandernehmen. So viele. Oben ist auf jeden Fall das Feuerding. Da hinten ist noch ein Zahnrad im Eis. Also das wird schon alles hier bestimmt nicht so schwierig werden. Ist ja alles immerhin auch in einem Raum. Nun gut. Bewegen wir uns mal in Richtung Zahnrad. So, der geht auch darum. Machen wir mal das Zahnrad platt hier. Ja gut. Hier ist noch Propan. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Vielleicht. Wie kommen wir da hinten hin? Kann ich tauchen irgendwo hin? Es sieht nicht so aus. Okay, okay, okay. Kann ich mich hier irgendwie dran klammern? Nein. Okay. Oh, nein, nein, nein. Komm her. Was? Ich komme da nicht dran. Hier ist auch ein Ding. Wir müssen irgendwie an diese Feuerquelle da hinten kommen. Kann nicht sein. Ja, komm. Batz. Wirf mal das Ding jetzt darüber. Nee. Wenig. Gut. Was ist gut? Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Nein, da kann ich mich nirgends dranhängen. Hier irgendwo dranhängen? Nein. Da bestimmt auch nicht. Habe ich den Schalter überhaupt schon mal aktiviert? Ich glaube noch nicht, ne? Dumm! Dumm! Dumm, dumm, dumm! Aktiviere den Schalter. Kann ich ja nicht aktivieren, weil das Zahnrad oder Zahnrad noch nicht frei ist. So, hier habe ich so eine Plattform, um hier drauf zu kommen. Das ist ja schön und gut, aber ich muss da irgendwie an das Feuer kommen. Und mich irgendwo dranhangeln. Gibt es hier noch irgendwo ein anderes Gasleck? Hier ist Numero. Hier ist eins. Da ist eins, das ist an. Da unten ist eins. Also die sind zu weit auseinander, oder? Oder kann ich die so aktivieren? Dass ich sage, okay, peace. Und dann sage ich, okay, peace. Ich würde ja gerne mit dem anfangen. Den behalten. Und den angreifen. Ah ja, Tatsache, es geht. Okay. Das heißt, wir haben 1 und 2. Jetzt müssen wir rüber. Ich glaube, es geht um das Positioning. Wie man sich hinstellt, damit das Ding auch ja wieder angeht.
So, haben wir den im Visier? Tatsache. Gut. Dann sollte es kein Problem sein. Dann machen wir erstmal den. Dann machen wir den. Ja, und dann war das doch gar nicht so schwierig, ne? So, und da kriegen wir bestimmt dann jetzt eine Plattform raus, wenn wir den aktivieren. Dann können wir da hoch und dann ist alles gut. Ach ja. Dann halt keine Plattform. Na, also. So, was geht's? Eine Kiste. Die Schlüsselkiste sicherlich. Of course, of course. Her damit. Give me the key. Schlüssel des Betrachters. So. Das Ding ist, können wir da unten noch durch und dann ein Secret abholen? Ja, weil das habe ich genau gesehen auf der Karte. Das ist mir nicht entgangen. Ah ne, da waren wir doch, aber will ich da nochmal hin? Boah, will ich da nochmal hin, ist die Frage. Oder waren wir da nicht? Ich gehe mal kurz hin. Vielleicht ist da oben ja was. Aber vielleicht auch nicht. Ne. Oh, da hinten ist jetzt aber... Ne, das ist nur die Bombe. Okay, dann nicht. Ich dachte, hier wäre irgendwie noch sowas, aber... Nein, nein, nein. Alrighty. Whatever. Hallo? Warum habe ich jetzt FPS-Drops? Bitte keine FPS-Drops. Kein Antivirus-Update. Danke. Oh, good day. So. Destroyed. Hier, die haben wir ja schon getötet. Dann die müssen wir nicht nochmal ran. Oh. Beautiful. Beautiful. This is so beautiful. Thanks, buddy. It was very kind of you. Holy shit. Ich glaube, ich muss das als Schutz nutzen. Sonst hätte er mich abgezogen, der Bastard. Was hätte er mich einfach abgezogen? Boah, Digga, das war aber creepy. Boah, ich habe volles Leben, Guys. Ich glaube schon gleich Bossfight. Ah nein, dann mache ich das so, Alter. Gegen die habe ich echt keinen Bock. Och ja, Alter, ich will jetzt meine Form ausnutzen und nicht euch. Was? Meine Form ist ausgegangen, weil ich eine Cutscene hatte! Deine Mutter hatte eine Cutscene, Alter, aber eine richtig dicke Cutscene, ey. Hier, ich will meine Form zurück, Arschloch. Aber zügig, ey, ihr Pisser, Mann. Nein, oh Gott, was tut. Get over here. War der nicht gerade noch
Rot. Alter. So. Reichen wir hier erstmal so das Zeug und alles rüber. Genau. Okay. Warum halten die so viel aus? Noch einer oder was? Gut. Nice one. Well done, guys. So, kann ich mich jetzt bitte weiter bewegen? Von A nach B, von B nach C, von einen Raum zum anderen. Deswegen gehen wir jetzt da hoch oder gehen wir jetzt. Boah, ich weiß nicht, Mann. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Weil ich das so entschieden habe. Genau deswegen. Oh! 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 Oh, fuck my life! Oh! Holy shit! Piece of shit, get away! Oh! My god! Oh! Das war wild. Ah, oh, das war echt wild. Ah, oh, Vorratssucher. Ah, cool. Puh. Holy shit. Das war jetzt, Alter, 10 Jahre älter. Ohne Witz, 10 Jahre älter. Okay, da sind Gegner. Gibt's hier irgendwas Tolles? Kann ich unten durchschwimmen bestimmt und dann gibt es da auch wieder Gegner. Ja, komm, wir tippen die einfach. Get over here. Besser ist es, Alter. Sind aber nette Schwestern. Oh, okay. Ja, komm. Ah, gut, gut, gut. Wo waren wir da? Ja, von da sind wir gekommen, ne? Eieieiei. Voll den Überblick schon wieder verloren, wo wir sind, was wir machen müssen, wohin wir gehen. Wo bleiben wir stehen? Na, dann müssen wir durchschwimmen. Gut, gut, gut. Dann bewegen wir uns mal locker flockig.